Das ist ein inzestiöses System. Die Journalistenschulen gehören den Zeitungen. Dort werden Journalisten gezüchtet und sie bekommen Leitplanken. Und in diesen Leitplanken bleiben sie. Sie wissen ganz genau, wie weit können sie gehen, wo sind die Grenzen. Und wenn ich das nicht tue, also nicht mitspiele, werde ich isoliert. Da fängt es schon an. Und dann haben wir sowas wie Instanzen. Woher kommen unsere News? Unsere News kommen von Agenturen. Diese Agenturen, wem gehören die? Ja, die gehören auch den Zeitungen. Wem gehören unsere Medien? 7 Familien. Wo soll es denn da Raum geben für freie Entfaltung? Und deswegen sehe ich als einzige Möglichkeit, um den Journalismus zu retten, dass es neue Medien gibt, dass es Foren gibt für angstfreie Debatten. Eigentlich sollten ja Universitäten das sein. Nein, das sind sie aber nicht. Das sind sie nicht.